Hallo und willkommen zum neuen Video. Den seht ihr, was wir alles an unserem Auto in den letzten 3 Wochen verändert haben, damit wir auch lange unterwegs sein können. Ja, so ein paar Verbesserungen haben wir gemacht. Für uns Verbesserungen, ne? Was uns noch so ein bisschen auf dem Herzen lag. So ein paar Kleinigkeiten. Das wollen wir euch in diesem Video zeigen. Ich würde sagen, wir beginnen wieder außen und danach gehen wir rein. So machen wir es. Viel Spaß beim Schauen. Spaß. Dann wollen wir mal anfangen. Ich war in der LPG-Werkstatt in Gülzow beim guten Freund und da habe ich am Abtrieber Ölwechsel gemacht, die Kühlflüssigkeit gewechselt, das ganze Auto abgeschmiert und die Krümmerdichtung repariert, weil die undicht war. Das hat so ungefähr 9 Tage gedauert. Wir hatten ja hier zwei AGM-Batterien drin, so eine Blei. So eine Bleiakkus, die haben 123 Kilo gewogen und die waren uns ja absolut zu schwer und die hatten keine Leistung mehr. Jetzt haben wir uns eine FiPo4 Batterie gekauft, die hat 200 Amperestunden, wiegt plus 20 Kilo und hat viel mehr Leistung. Und der Clou an dieser Batterie ist, die hat eine Schnittstelle, eine Bluetooth-Schnittstelle. Wir können abfragen, wie voll die Batterie ist und wie viele Zyklen sie hinter sich hat, ob die Zellen heil ist. Die macht alles, diese Batterie. Und da sind wir super zufrieden mit. Im Dauereinsatz wissen wir es jetzt noch nicht, wenn jetzt keine Sonne scheint, aber ich glaube, das ist schon eine gute Verbesserung am Auto. Das Gute ist ja, wir müssen in einem Jahr wieder in Deutschland sein, wegen einem Geburtstag. Und dementsprechend können wir jetzt ein Jahr noch mal testen, ob wir noch aufrüsten müssen oder ob uns das so reicht. Oder ob die reicht, ja. So, Fredi hat hier einen Unterfahrschutz für den Kühler gebaut. Ja, wir brauchen den Unterfahrschutz da erstmal als Schutz für den Kühler und da sind auch ganz viel Leitung unter. Und wenn wir doch schlechtes Gelände fahren, damit da nichts passieren kann, brauchten wir irgendeinen Schutz dafür. Und das ist erstmal so eine kleine Sicherheit. Dann haben wir hier Gitter eingebaut, damit der Kühler auch noch ein bisschen gekapselt ist, weil da auch viele Steine reinfliegen. Und das war mir nichts. Und du fandst das jetzt ein bisschen hübscher, als und wenn das so leer ist da unten, ne? Ja, dann hat Fredi uns noch Regenrinnen da oben angebaut, weil wenn wir aus der Tür sind, sind wir eigentlich nasser geworden als draußen im Regen. Da kam immer so ein Schwall runter über der Lampe. Und dann hatte Fredi erst die obere Leiste angebaut, aber das reichte noch nicht. Jetzt gibt es da unten auch noch eine. Wir hoffen, dass es jetzt besser wirkt, ne? Wird. Wir hatten hier eine Schiebetür drin, eine zweiteilige. Die hat auch nur Gewicht gehabt, mehr auch nicht. Genommen haben sie ein oder zwei Mal und jetzt haben wir da für Vorhänge reingebaut. Funktioniert ziemlich gut, ich sag. Und ist leicht. Genau, wieder Gewicht gespart, ne? Gewicht gespart. So, im Bad gab es eine neue Toilette, eine Trockentrenntoilette. Können wir mal zeigen. Es gibt so einen Bausatz, den Kasten haben wir selbst gebaut. Dann wurde der Einsatz draufgeklebt und das andere so ein bisschen fertig gemacht. So, das sind die Behälter. Flüssigkeit sind 10 Liter und der Festbehälter sind 22 Liter. Muss man alle 2 Tage mal sauber machen. Und was ich noch eingebaut habe, so einen kleinen Schalter hier hinter und ein kleines Gebläse vom Computer. Kann man ein Gebläse einschalten und dann geht ein Schlauch unter das Auto, damit die entstehenden Gerüche nicht zu merken sind oder damit das nicht so stinkt, sag ich mal. Genau. Und dann, ja, wie ihr seht, unser Spiegelschrank ist auch wieder heil. Die Tür hängt wieder. Wird neu geleimt mit wasserfestem Leim. Funktioniert. Bin ich auf Sendung? Ja. Hier war ja mal die Klimaanlage. Hier haben wir die Klimaanlage abgebaut. In den Ausschnitt passt fast ein Lüftungsfenster rein. Da habe ich ein bisschen größer gesägt und dann haben wir so ein Lüftungsfenster reingebaut. Und da die Abdrücke von der Klimaanlage so zu sehen waren, haben wir eine Umrandung gebaut und haben das mit verschraubt. Jetzt haben wir dann 12 Volt Lüfter drin, Lüfterfenster drin und das ist top. Funktioniert super.
Ist jedenfalls besser. Und vor allem kann man es betreiben. Die Klimaanlage hat 230 Volt, das ging nicht. Und das kann man jetzt gut betreiben mit 12 Volt. Wir haben ja die Schüssel runtergebaut, also ich habe die runtergebaut und die Kabel zurückgezogen und hier war der Fernseher mal drin. Jetzt haben wir Platz für unsere Technik im Fernsehschrank, weil es den Fernseher nicht mehr gibt. Und im anderen Schrank hier war früher ein Receiver und ein CD-Player drin. Ist auch alles, haben wir auch alles rausgebaut. Jetzt haben wir Platz für Töpfe und für Kleinkram. Genau, das hatten wir erst unten, aber jetzt machen wir die Lebensmittel unten, weil das oben immer so doll warm wird. Genau, da haben wir das anders bestückt hier und wir haben reichlich Platz. Dann unser Kühlschrank. Das war ja immer unser Sorgenkind. Bis vor ein paar Tagen war es noch unser Sorgenkind. Die ganze Reise lang ging der Kühlschrank regelmäßig in Störung. Wir wussten nicht warum. Jetzt habe ich herausgefunden, dass die Flammenüberwachung, die hat zu viel Dreckpartikel abbekommen und ist dann verrußt und hat nicht mehr funktioniert. Und dann ist der Kühlschrank immer in Störung gegangen. Da habe ich mich belesen und habe herausgefunden, dass das LPG-Gas dreckig ist. Und jetzt habe ich einen Filter gekauft. Der sieht so aus. Den schraubt man beim Tanken davor. Und dann werden die ganzen Partikel, die da nicht reingehören, rausgefiltert. Und seitdem läuft der Kühlschrank. Haut hin, wie am ersten Tag. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz klopfen. Jetzt haben wir uns ja noch nie so richtig am ersten Tag, aber... Nee. Jetzt funktioniert. Achso, und dann hatten wir noch das Problem, dass unser Kühlschrank immer gefroren hat. Also ich hatte, der Joghurt war eingefroren, das war immer echt so ein bisschen, Ja, das Problem haben wir auch gelöst. Der hat nämlich innen drin einen Fühler und der Fühler ist hier an diesen Rippen, oben im oberen Bereich an den Kühlrippen dran. Und da misst er die Temperatur und dann hat er innen 18 Grad und hier 5 bis 9 Grad. Und dieser Fühler, der war runtergefallen und lag unten im Gemüsefach. Also hat er immer gekühlt und gekühlt und wir hatten schon Minusgrad im Kühlschrank. Jetzt wissen wir warum. Und seitdem funktioniert das auch. Ja, wir hatten ja hier Klebefliesen mal ran gemacht, hat Alice. Und hier waren ja immer Glasplatten, weil es so warm geworden ist. Sie haben sich gelöst, haben wir immer Glasplatten hier vorgehabt. Und das war aber auch nicht die optimale Lösung. Jetzt haben wir uns was einfallen lassen, haben Aluminiumplatten gekauft, haben die hier mit dem vom Ofensetzer mit so einem 1000 Grad beständigen Silikon angeklebt und seitdem funktioniert es einwandfrei. Der nimmt die Wärme auf, man kann vernünftig kochen, auch auf der hinteren Platte. Nichts passiert, einwandfrei. So genau, wir brauchen nicht mehr hin und her rücken, ne? Ja, super. Hier ist ja unser Heizsystem. Die Pumpe, die ich letztes Mal provisorisch darauf gebaut hatte, habe ich jetzt vernünftig angeschraubt und darunter ist die Flüssigkeit, die im System ist wie bei einer Heizung zu Hause mit Flüssigkeit, die zirkuliert und dadurch. Und da gibt es Heizkörper, die das Auto warm machen. Und die Heizflüssigkeit musste getauscht werden. Da haben wir überlegt, wie wir das machen. Es hätte viel Geld gekostet, hätten wir es in der Firma machen lassen. Und dann habe ich oben jetzt auf dem Ausgleichsbehälter, den habe ich abgebaut, da war ja ein Vor- und Rücklauf. Habe einfach zwei Flaschen drauf gemacht und habe in die eine Flasche was reingekippt, Flüssigkeit. Und aus der anderen habe ich es einfach rausgepumpt. Und dann habe ich das ganze System, habe ich diese Flüssigkeit dann gewechselt und hat hingehauen. Genau, das war schon wieder unser Video. Das war unsere Roomtour. Naja, die Verbesserung. Die Verbesserung. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen auch geholfen, der auch ein paar Problemchen mit seinem Wohnmobil hat und nicht so recht weiß, wie er es lösen soll. Mit dem Kühlschrank zum Beispiel oder mit dem Gas, wussten wir auch vorher nicht. Genau. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Mal seht ihr dann, was wir alles hier erlebt haben in der Heimat. Und dann soll es auch irgendwann endlich mal wieder weitergehen für uns. Wir sind abfahrbereit. Noch ein paar Freunde besuchen und Bekannte. Und dann geht es hoffentlich endlich wieder los. Auf die Reise. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.